Ja, mein Name ist Karl Döbert. Ich bin momentan der Oberschütze hier in Ochsenfurt. Im siebten Jahr jetzt. Ich bin seit 30 Jahren eigentlich mit der Rübe vertraut. Wie funktioniert denn die Schätzung in Ochsenfurt? Die Schätzung funktioniert so: Im Normalfall sind zwei Schätzer, sprich ein Gutachter vom Verband, ein Schätzer von Südzucker in einer Kabine beieinander, die sich dann austauschen über das Ergebnis der Schätzung. Was sind so die Hauptherausforderungen? Wo liegt denn so das Fingerspitzengefühl erforderlich? Ja gut, Herausforderung beim Schätzen ist immer dann, wenn wir einen großen Witterungsumschwung haben und die Rüben von heute auf morgen dann frisch gerodet bei uns ankommen. Das sind dann schon riesengroße Sprünge im Endergebnis. Dazu brauchen wir dann unsere Waschproben, um eben dann nochmal genau das zu kontrollieren, ob die Schätzung identisch ist mit dem wirklichen Schmutzbehang. Erklären Sie uns doch bitte mal, wie die Waschproben funktionieren. Die Waschproben funktionieren folgendermaßen. Ein Kollege schätzt die Ladung, der zweite Kollege entnimmt aus dieser Ladung einen Korb mit Rüben, ca. 40 bis 45 Kilogramm. Diese Rüben werden dann gewogen, werden gewaschen und werden die gewaschenen Rüben wieder zurückgewogen. Dann hat man eine Differenz, das ist der sogenannte Schmutzanhang. Der lose Anteil bleibt weiterhin eine Schätzung, weil man das nicht wiegen kann. Und warum machen Sie die Waschproben? Die Waschproben müssen von jedem Gutachter, von Verband und von jedem Schätzer von der Fabrik einmal wöchentlich gemacht werden, um sich selber einzuinvestieren. Und das ist aber eine Verpflichtung einmal wenigstens. Das heißt nicht, dass wir auch öfter Waschproben machen, in Fällen, wenn der Schmutz mal stark schwankt. Wir haben jetzt die Rüben gezählt und bei der Zählung gleich festgestellt, welche Rübe ist anständig geköpft und welche Rübe ist nicht anständig geköpft. Und wir haben in dem Fall mit 50% nicht geköpfte Rüben. Hier bei der Waschprobe sehen wir ganz deutlich, wie viel Anteil an nicht geköpften Rüben in der Lieferung sich befinden. Und was machen Sie dann mit den Landwirten? Bekommen die schon Abzüge hier in dem Fall? In dem Fall bekommt er keinen Abzug, weil die Lieferung geschätzt ist. Aber wenn die Lieferung so weiter schlecht bleibt, werden mal Sanktionsmaßnahmen eingeleitet. Letzte Frage, Wertminderungen. Kannst du da was zu sagen? Wertminderungen sind heuer wesentlich weniger gewesen als in den Vorjahren. Da hatten wir mehr mit Rübenkopfädchen und sonstigen Krankheiten zu tun. Es sind einzelne Lieferungen, einzelne Schläge, die meines Wissens bis 10-15% Wertminderung hatten. Ansonsten hält sich das heuer sehr im grünen Bereich. Wir haben jetzt hier eine Rübenlieferung, die wird bewertet mit einem Anhang mit 3% und einem losen Anteil mit 1%. Auf was achten Sie denn besonders, wenn Sie so eine Lieferung begutachten? Ja, ganz entscheidend ist auch, wie trocken oder wie nass, wie feucht ist die Erde, weil feuchte Erde ist wesentlich schwerer, die hat das doppelte bis dreifache Gewicht, wie wenn nur trockene Erde dranhängt oder dabei ist. Das ist immer das ganz Wesentliche. Trockene Erde hat viel weniger Gewicht. Vielleicht könntest du noch was sagen, wie die Zusammenarbeit mit Südzucker läuft. Also wie die hier als Team zusammenarbeiten. Also die Zusammenarbeit mit Südzucker, speziell jetzt mit dem Rübenbüro, läuft hervorragend. Stimmt, wir haben eigentlich keine Schwierigkeiten, es läuft immer prima. Und ihr seid praktisch ein Team, es hat keinen Unterschied gemacht, ob jemand beim Verband ist oder bei der Südzucker drin. Nein, das ist rein auf dem Papier. Es ist nicht so, dass der Schätzer von der Verband für die Fabrik schätzt oder der Gutachter für einen Landwirt. Wir schätzen das, was wir sehen.